Hallo und herzlich willkommen bei Jedi Knight 2. Automatischer Transport 1-138 nähert sich Kernanlage. Einheit zum Kortose-Transport, bitte bereithalten, an Bord des Transportschiffes zu gehen. Bestätigt, Sir. Das Team zum Kortose-Transport steht bereit. Da wären wir. Im Lenico-Gürtel. Ich bin gespannt. Und wir sind natürlich jetzt gerade in der Feindbasis. Oh Gott, ich habe Angst. Wir haben neue Machtkräfte bekommen. Den Lichtwurf, die verbesserten. Oh, wir haben den schnellen Stil bekommen. Und das war's? Das war's. Warst du mal in der Waffenkammer? Noch nicht. Nein! Das ist doch ein Ding. Hi! Steppvisite! Ich bin Stormtrooper! Boah, das Lichtschwert fliegt schon mal viel besser. Oh Gott, wir werden die ganze Zeit nur getroffen. Ich wechsle mal auf den leichten Stil. Der ist halt so relativ. Der tut halt nicht weh. Oh nee. Die kriege ich so nicht runter, die Jungs. Moment. Die kriege ich hin. Ich bin auf den Schlepper hoch. Tschüss. Tschüss, Gön. Noch jemand? Ah, Moment. Immer ans anders. Ich stelle mich da mal hinten hin. Was nehmen wir denn? Nehmen wir das da. Und tschüss, Gön. Einmal volle Kanüle. Alles, was ich habe. Habe ich getroffen? Nee. Aber den dafür. Tschüss, Gön. Oh, flieg doch runter. Kind, ich hab dich da nicht umsonst oben hingestellt. Oder befeuer dich da oben. Okay. So, aber wie kommen wir jetzt hier raus? Hier haben wir erstmal Muni. Hier vielleicht? Kann man das drücken? Ja, moin. Hast du gehört, was am Cajun Außenposten passiert ist? Nein, nur dass es schlimm war. Weißt du genaueres? Ich schätze, ein Jedi-Ritter kam hereinspaziert und hat ein bisschen Trubel veranstaltet. Das Letzte, was ich heute tun möchte, ist einem Jedi-Ritter zu begegnen. Ja. Okay, das sieht begeisternd aus. Das ist wahrscheinlich hinter dieser Tür, ne? Luke? Kyle, Skywalker, was machst du denn hier? Lando hat mir gesagt, wohin du unterwegs bist. Warum bist du dann nicht im Tal der Jedi? Ich bin direkt zum Tal aufgebrochen, nachdem du Yavin 4 verlassen hast, Kyle Desaan. Ist mir gefolgt, ich weiß. Heißt das, dass wir jetzt einen neuen Imperator am Hals haben? Es könnte sogar noch schlimmer sein. Erinnerst du dich an diese Experimente auf Cajun mit den athusianischen Kristallen? Mit der Macht des Tals der Jedi, die nun durch diese Kristalle fließt, hat Desaan es geschafft, seine Truppen mit der Macht zu erfüllen. Bei allen Sith. Ich glaube, ich bin einem von ihnen auf Bespin begegnet. Sind sie noch im Tal? Nicht mehr. Ich habe es geschafft, Desaan und seine Truppen der Wiedergeborenen weit zu zerstreuen. Und die Rogue-Staffel hat ihre Schiffe verjagt. Im Moment ist das Tal gesichert, aber wir wissen nicht, wie viele Truppen Desaan vor unserem Eintreffen mit der Macht in Berührung bringen konnte. Es könnten Dutzende sein. Oder aber auch Tausende. Und alle von ihnen sind vertraut mit der Macht? Ja, aber wir sind durch unser Training und unsere Disziplin immer noch im Vorteil. Vorsicht! Was geht hier vor? Ja, moin! Kämpfen wir jetzt mit Luke? Wie cool ist das denn? Das habe ich mir schon immer erträumt. Was war denn das? Alter, ist der krass. Okay, wer mit wem? Wir beide hier. Oha. Ich hoffe, Luke schafft es. Ja, wobei, Luke hat schon den ersten umgebracht, wie ich gesehen habe. Boah. Hi, moin Luke. Wir schaffen das. Bin ich fest von überzeugt. Alter, ist der. Ist ja krass, Alter.
Na. Kommt Luke vorbei? Alter, Luke ist heavy as AF. Oh. Einer geht auf mich. Hat sein echtes Lichtschwert. Etwas hat sich in dir verändert. Du bist nicht mehr so zornig. Vielleicht. Jan könnte immer noch am Leben sein und sich auf der Doomgiver aufhalten. Manchmal reicht ein Hoffnungsschimmer aus, die dunkle Seite zu besiegen, Kai. Hör zu, Skywalker, da gibt es noch mehr. Desan arbeitet mit einem Wissenschaftler der Hinterbliebenen namens Galak Fire zusammen. Sie schmuggeln etwas von Bespin hierher, das Cortose heißt. Verdammt, das ist gar nicht gut. Warum? Cortose ist ein sehr seltener Mineralstoff, der Lichtschwerter abhält. Großartig. Ich werde versuchen herauszufinden, was sie mit Cortose machen, und du suchst die Doomgiver. Wenn du auf Desan stoßen solltest, versuch nicht, ihn allein zu stellen. Jetzt, da er im Tal der Jedi war, ist er stärker als jemals zuvor. Keine Sorge, komplett verrückt bin ich nicht. Möge die Macht mit dir sein, Kyle. Ja, mit dir auch, Luke. Oh, schöner Moment. Schöner Moment. Oh, finde ich toll. Sorry. Ich bin ein kleiner Fanboy gerade geworden wieder. Oh, das sind so Momente, die ich so liebe an dem Spiel. Wir kämpfen mal mit Luke zusammen. Oh, hier waren wir. Oh, moin. Hi. Tschüss, Gön. Ich wechsle mal auf den schnellen Stil. Damit können wir mehr Unheil. Ja, komm, schieß doch. Ich habe ein neues Schwert. Letzte Lieferung enthielt nicht die Energiekonverter, die ich angefordert hatte. Wenn ich ihn sehe, werde ich ihm mitteilen, dass Sie nach ihm suchen. Tun Sie das bitte. Ja, Sir. Hier ist niemand. Hi. Oh, okay. Der ist halt viel schneller, ihr merkt das gerade. Oh, ich liebe diesen. Warte mal. Tschüss. Geht's wieder an? Nö. Doch? Nö, halt nicht. Ah, doch. Jetzt ist es wieder an. Cooler Moment. Und da fliegen die Sturmtruppen davon. Oh, ist es für die Lifts da oder sowas? Ah, wir können endlich so ein Turmding da aufbauen. Sexy. Also, ich glaube, wir müssen... Aber wo sind die Lifts? Wegpusten! Wegpusten. Das ist ein Einsatzkommando. Moin. Sind da ein bisschen flotter, ha? Schon wieder wegpusten. Nicht mit mir. Na, komm her. Dann halt nicht. So. Ja, mit dem Lichtschwert kann man leichter die Gegner ein bisschen massakrieren. Ich konzentriere mich immer wieder so ein bisschen, weil die Lichtschwertkämpfe hier gar nicht mal so easy sind. Wir können jetzt hier hin, ne? Oh, da oben ist jemand. Ja, moin. Tschüss, Gön. Ist dann auf der anderen Seite. Ja, hier ist auch jemand. Tschüss, Gön. Brauchen wir? Ne, brauchen wir nicht. Wir aktivieren mal. Vielleicht finden wir da oben ja was. Mhm. Ah, jetzt müssen wir eines der Tore öffnen. Links waren wir. Da haben wir ja Luke, glaube ich, getroffen. Also ich glaube, das sind die Hangars, ne? Geradeaus waren wir auch schon. Hi. Ich bin's nur ein... Ich bin's ein Jedi. Das ist halt so ein schneller, richtig schöner Kampfschwertstil. Der richtig schön funktioniert. Guck mal hier, zack, zack, zack. Na komm her. Endlich richtig. Ja. Warum hat er nicht geschossen? Der hätte jetzt alle Möglichkeiten der Welt gehabt, um zu töten. Ich gehe mal davon aus, kann man hier vielleicht irgendwie... Ah. Okay, wir müssen den rechten öffnen. Sehr gut. Ah ne, ich muss mich ja gar nicht holen. Ist das alles auf Zeit? Oh ja, da vorne sind Gegner schon mal. Ich
beeile mich mal. Mit dem schnellen Schwertkampfstil kriege ich die eher. Der ist auch bisschen gerader weg, habe ich das Gefühl. Ist hier jemand? Hallo? Ach, du bist ja noch da. Ach, da ist ja noch jemand. Hi. Schön. Ah, da oben sind noch welche. Kommen wir da hoch? Oh ja. Oha, fast hättest du mich. Schätzchen. Da kommen wir nicht rein. Geht das kaputt? Okay, wir haben sogar einen Punkt bekommen dafür. Also ein, was haben wir jetzt? Galax Schiff, die Dummgewehr suchen. Weg durch die Rampen suchen. Hangarrampen suchen. Okay, hier ist nix. Weil da unten müssen wir das ausmachen. Gibt's irgendwo einen Schalter? Da kommen wir auch nicht durch. Da kommen wir. Oh. Ah. Moin. Zeigt euch. Ja gut. Wir versuchen es mal mit dem schnellen Lichtschwertkampfstil. Bisschen engeren und schnelleren. Oh ja. Da machen wir machen halt nicht so viel Schaden. Das ist also das Problem. Aber wir könnten ihn überfordern. Ja. Das ging schnell. Der schnelle... Also der ist jetzt nicht besser, aber... Man muss halt immer so ein bisschen abwägen. Moment. Wo wir dabei sind, falls ihr dieses Spiel auch spielen solltet, gebe ich euch den Tipp. Wo ist denn das? Nee. Lichtschwertstil. Legt ihn auf die Maustaste 3. Dann könnt ihr schnell während des Kampfes wechseln. Und den Gegner verwirren. Hier wieder. Jetzt nehme ich, benutzen wir einfach nur immer den leichten. Tut halt ordentlich weh. Und ich gebe euch auch den Tipp, falls ihr im Multiplayer das Ganze spielen solltet, macht das auch so. Das erleichtert euch einiges. Ach, guck mal. Diese Blastergewehre werden uns noch den Rest geben. Meins funktioniert. Gibt's prima. Irgendwas? Sobald du einmal mit einem Blastergewehr angeschossen hast, ist es nicht anders mehr. Wo liegt der Unterschied? Das Gefühl ist ganz anders und der Rückstoß auch. Kannst du nicht am Ziel dranbleiben. Du kannst den ersten Schuss. Das nächste, das passiert, ist, dass du mit einem Loch in der Rüstung auf dem Boden liegst. Sexy. Na, darum müssen wir uns wohl keine Sorgen machen. Dieser Ort liegt so abgelegen, dass wir hier kaum in Gefecht verwickelt werden. Wenn du weiter so redest, bist du garantiert der Erste, der am Boden liegt, wenn mal was passiert. Aha. Hallo. Kommen Sie raus! Das Ding reflektiert ja. Ah. Der, ach so, das war der mit dem Blaster-Karabiner wahrscheinlich. Also ich glaube, der nennt sich Karabiner. Ja, der leichte Lichtschwertstil, der ist super krass. Also für so ein paar Truppchen. Was ist das denn? Können wir irgendwas öffnen? Ah ja, moin. Hör doch auf zu nerven. Ist mir doch egal. Komm her. Komm. Oh ja, weg mit euch. Oh, moin. Moment mal. Tut das weh? Seid ihr kaputt? Nee. Doch, der ist kaputt. Aber der da hinten nicht. Zwei aufgeladene Schüsse. Reichen vollkommen. Eins. Zwei. Ja. Da sind noch ein paar. Okay, der ist weg. Hi. Mist. Okay, danke. Thank you for traveling with this deutsche Bahnhilfe pressen. Journey in a good heart. Was? Habe ich nicht gesagt. Oh, Kontrollpunkt. Was bedeutet das? Müssen wir da rein? Was ist das? Hallo. Geht hier noch was auf? Nö. Aber hier geht was auf. Hallo. Ich hätte dich gerne mal aufgemacht. Oh, wir bekommen diese Drohnen, falls ihr euch noch aus dem Jedi, aus diesem Training, falls ihr euch noch aus dem Training kennt. Falls ihr diese Dinger noch aus dem Training kennt. Okay. Here is nothing open. Okay. Was jetzt? Nö.
Da ist ein kleines Tuk-Tuk, was hier die ganze Zeit rumschwirrt. Müssen wir vielleicht hier rein? Hier waren wir ja noch gar nicht. Ja, das sieht gut aus. Nee, jetzt sind wir wieder hier. Da, wo wir eben irgendwie durchgekommen sind. Haben die das vielleicht aufgemacht? Okay, hier nicht, da nicht. Oh, okay. Was haben wir denn jetzt geöffnet? Ein Lift. Funktioniert der Lift? Nee. Aber hier geht nichts auf, ne? Oder doch? Nee. Hm? Was haben wir denn geöffnet? Aha. Das Ding müssen wir aufmachen. Das ist ja fies. Okay, lass mich raten, hier läuft ein Lift durch. Der kommt von oben jetzt. Hier. Oh Gott. Wow, wir haben es geschafft. Okay, und jetzt? Müssen wir hier irgendwo raus? Nee. Alter, ist das dunkel hier unten. Und jetzt? Geht hier eine Tür. Oh! Okay, und jetzt müssen wir hier auf einen anderen Lift springen. Okay, der ist weit unten. Und wohin muss der jetzt? Auch nochmal so in so einer Seite? Oder öffnet sich da mal was? Oder ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen auch wieder oben drauf. Okay, wir warten mal ganz kurz. Ja, okay, jetzt. Schwupp. Gibt es hier wieder sowas, wo wir auch durch müssen? Oder... Ja, okay, hier geht nichts auf. Okay, hier ist nichts. Dann warten wir nochmal, fahren wir nochmal runter. Müssen uns halt ein bisschen umgucken. Also da... Oh! Oha! Wir müssen rüberspringen. Ja dann... Oh, Glück gehabt. Und jetzt... Ah, da oben kommt wieder noch einer. Dann springen wir wieder oben drauf. Nicht vom Lift treffen lassen. Ah, jetzt müssen wir da rein, oder? Alter. Okay. Und jetzt? Müssen wir wahrscheinlich irgendwo raus. Hier? Nee. Doch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.